Herzlich willkommen zu Der Herr der Ringe, die Eroberung. Ja, persönlich habe ich mich auf diesen Titel jetzt doch, muss ich sagen, gefreut. Von der Community gesagt, eigentlich mit eins der schlechtesten. Ich will ja noch schnell ein bisschen was umändern. Viele sagen, das Spiel rüber installieren von der CD aus auf dem PC, also beziehungsweise die ganze Datei ziehen, weil das ist das der Doofe oder das Gute. Die haben halt noch nicht so schreibgeschützte Kopien gehabt und ja, dann habe ich die ganzen Dateien von der CD rüber installiert auf den Desktop beziehungsweise auf den PC und habe von dem PC her installiert, weil ich es nicht installieren konnte. Es war eine reinste Katastrophe. Ja, und dann ging's. Also, ja, sagenhaft. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen jetzt nicht lange rum und schauen's uns jetzt mal an mit dem Training und ja, gucken mal, was das Training uns so bringt. Sarschen hat wie bei Rückkehr des Königs, wäre alles in Ordnung. Ah. Also grafisch sieht's halt schon mal echt richtig gut aus, ne? Also auch für diese Zeit, ne? Das ist ja echt... Okay, Klassen wählen. Ich spiele es komplett blind, also ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Krieger, Waffen, Schwert, Wurfaxt, Spezialfähigkeiten, Feuerschlag, Wirbelstreich, Flammen der Raserei. Okay. Dann wählen wir den mal. Wir sammeln uns auf der Anhöhe. Das sieht halt schon brutal gut aus. Das muss man halt schon sagen. Also, ich weiß noch nicht, wie es gameplay-technisch ist, aber so schon mal sieht es brutal gut aus. Auf die Rampe. Da kommen sie. Auf der Anhöhe sind Orks. Attacke! Okay, so können wir hier mitteln und dann bestimmt auch so Kombos machen. Los, kommt her, ihr scheiß Orks, komm, fick dich und fick du dich und fick du dich und fick dich einfach. Das wäre halt schon geil gewesen bei Herr der Ringe, die so... Oh. Das war kaum mehr als ein Wenn die so in der Schlacht gekämpft hätten und dann fick dich, fick dich, fick dich und fick dich nochmal und du nochmal. Ja, kommt. Na, kommt. Können wir da auch einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Geht das irgendwie? Vernichtet sie alle! Ja, kommt keiner. Achso, muss ich das erst machen. Ah, okay. Wir haben das Ziel. Ah, Kombo. Komm. Ich bin der Combo Joe. Man nannte mich auch den Combo Joe. Ich bin Combo Joe. Ach ja. Also, so vom Training her jetzt, also hier vom Übungskampf, ist es, also, finde ich es eigentlich top. Das Schwert der Flammen ist eine uralte und tödliche okay. Waffe. Wieso da alles sich hinhocken? Ja, lasst mich das machen. Es sind zu viele. Besiege sie mit deinem Flammenschwert. Ausgezeichnet. Wir haben das Ziel. Er ist halt echt... Also, es spielt sich halt echt richtig gut, ne? Also ich verstehe jetzt, also vielleicht ändert sich das noch bei mir, aber, also ich finde, es spielt sich besser, als jetzt zum Beispiel Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, ne? Vor allem halt auch eine schöne Sicht und so, ne? Oh,
Schiff plus. Oh, okay. Hey! Hallo! Vernichtet sie! Alle! Wir haben sie! Achtet auf die Flanken! Hier werden deine verbleibenden Leben und Übersichtskarte angezeigt. Okay, Pause. Der Balken zeigt Gesundheit an. Klicke, um fortzufahren. Dieser Balken zeigt deine Energie an. Energie, okay. Flanke sichern! Erschlagt alle Krieger! Er wurde niedergerungen! Wir müssen auf den Hügel! Kämpft euch den Okay, Hügel ich hab grad, hieß doch gerade werf eine Axt, ne? Okay. Ah, okay, so geht es. Was hier? Nichts? Das sieht halt echt gut aus. Ich weiß nicht, entweder habe ich wieder so eine Geschmacksverirrung und jeder sagt, was? Gegner sind manchmal Gesundheitskugeln fallen, ja. Nice. Schlagzeug. Nur dein Massenbrecher. Massenbrecher, okay, STRG und. Schnell! Kämpft euch auf dem Pfad bis auf den Hügel vor! Ein Massenbrecherangriff hat das Blatt gewendet! Ja, hey, der Massenbrecherangriff hat's gewendet! Sau stark! Alle Mann sammeln! Erober den Kontrollpunkt, stell dich in goldenen Eroberungsregionen. Okay, lass die Gegner nicht in den Ring. Was passiert dann? Ist dann alles komplett weg oder was? Habe ich mir gedacht, dass hier so ein Balken runterfällt. Also runterläuft. Oh, da kommen sie. Komm, hallo, liebe Orks. Yeah. Das war's schon. Ah, jetzt müssen wir es nochmal erobern. Ich muss mir auch merken, dass wir die mittlere Taste drücken können. Wir müssen diese Stelle nehmen. So, du hast einen Kontrollpunkt, Banner verschaffen, Verbindung und Ressourcen wie Reittiere oder Riesen. Drücke. Oh. Bogenschützen. Auf der Anhöhe sind Orks. Wir brauchen Bogenschützen. Ja, sehr cool. Jetzt können wir hier mal rumballern. Bogenschützen bereit machen. Okay, und Bogenschützen. Ich glaube, ich habe schon meine Lieblingsklasse gefunden. Das ist halt schon nice, ne? Also es wird mir schon Spaß machen. Ah, STRG, okay. Ah, da können wir noch so zielen, nice. Boah, mega, also Bogenschützen. Brutal gut. Ja, wo dein Ziel liegt, okay, dann müssen wir das hier einnehmen. Ja, da kriegen wir auch hin. Das kriegen wir irgendwie hin. So, direkt mal hier mit dem Bogen hingeschossen. Boah, das krieg ich auch so hin. Bereit machen, Männer! Da kommen sie! Stehen doch bestimmt hier oben irgendwo, oder? Nutze deine Spezialpfeile. Ja. Auf wen? Diese Spezialpfeile sind tödlich. Ah, okay. Da, Orks, erschießt sie. Pfeilhagel können wir auch. Werft die Orks mit Spezialpfeilen nieder. Erschlagt alle Krieger. Ah, es halt schon, fetzt halt schon, also. Lass keinen Feind am Leben. So. Es ist halt. So. Vernichtet sie alle! Jetzt haben wir hier den Feuerfall noch. Ah, okay, das sind Feuerpfeile. Ah, da müssen wir mal einmal rechts gedrückt halten, okay. Hier kann uns nur ein Speer den Sieg bringen. Speer, Dolch-Sprengfeuerbombe, Spezialfähigkeit Tarnung, Feindfallen, Sprengpulver. Oh. Ein Speer!
Ruf gefolgt. Der Speer muss sich unsichtbar machen. Das ist halt schon... Er hat sich mit seiner Speertarnung unter sie gemischt. Ah, okay, da können wir die One-Hitten mit, okay. So, wenn wir hinter ihm stehen, so jetzt. Ein hinterhältiger Angriff reicht aus, um einen Ork zu eliminieren. So. Da geht auch was. Komm. Er fetzt halt echt. Also, es ma- also ich glaube, ich habe da echt richtig Bock, ne? Wenn ich denke, dass wir hier noch die... Wenn wir hier diese richtig kämpfen wie Helms Klamm und so, ne? Soll ja eigentlich auch richtig gut sein, ne? Also da rocken wir schon einiges. So. Ein Sprengfeuer ist ein tödlicher Hinterhalt. Benutze es! Ja! Kommt ja! Ausgezeichnet! Wir haben das Ziel! So, jetzt können wir uns aussuchen, wen wir nehmen. Wir nehmen natürlich hier. Zuhören, Männer! Wir betreten nun Feindesland und also müssen einen Kontrollpunkt erobern. Der Bogenschütze erobern. Hat mir am besten gefallen bisher. Und zeigt keine Gnade. Vorwärts, seid einfach bereit. Wirklich, am besten hat mir einfach der Bogenschütze gerade gefallen. Kontrollpunkt sichern. Ah, das fetzt halt, ne? Und dieser Punkt beherrscht das Schlachtfeld. Wir erobern ihn. Ajo, das schaffen wir doch, Dicke. Da kommen sie doch nochmal. Bleib stark. Wir haben es fast geschafft. Wir bleiben schön. Wir sind schön die Obhut, die von hinten alles aufräumt. Oh, ein Zauberer jetzt. Lass deine Blitze auf sie niedergehen. Was für eine Macht. Greife erneut mit deinen Blitzen an. Und deinen Blitzen entgehen. Sehr gut. Wirf die Orks mit Spezialangriffen nieder. Okay. Er hat unsere Verbündeten geheilt. Er verbrennt unsere Feinde. Dein Feuerball ist eine schreckliche Waffe. Und noch Energie, so Energiewoge. Okay. Komm. Ich heile auch dich, mein Junge. Auch du bist geheilt von mir. Ein Abwehrschild. Keine Ahnung, was wir mit dem Abwehrschild machen, aber... Oh. Lass keinen
Ah, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ne? Ja, wir kommen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber wenn wir sterben, ist die Mission nicht rum, dann ist es halt einfach. Dann ist es halt einfach so, ne? So. Der dunkle Herrscher Sauron. Sauron ist gekommen. Werft ihn nieder. Eiermüll wollen wir ein Spiel, ein Held spielen. Ja. So, Isildur. Können wir nicht irgendwie. Nein. Elrond. Du hast Isildur freigeschalten. Schließ die Missionsaufgaben ab, um mächtige Helden aus Mittelerde freizuschalten. Alles klar. Komm her, Sauron. Ah, direkt mal drauf geschnetzelt, ne? Ist es gerade so vom Spiel her oder tue ich dem Spiel gerade zu viel ab? Hallo? Kann mich immer jemand heilen? Silo wurde besiegt. Nein! Mist. Der dunkle Herrscher Sauron verschont niemanden. Wir müssen ihn vernichten. So, können wir hier jetzt mit Isildur? So, wählen. So. Jetzt. Wir haben es geschafft. Sauron ist nicht mehr. Oh, nice, nice, nice. Wir haben es geschafft. Der dunkle Herrscher Sauron gestürzt und der eine Ring entglitt seinem ehernen Griff. Des Ringes beraubt war Sauron endlich besiegt. Doch die Macht des Ringes war keineswegs gebrochen. Und solange der Ring existiert, lebt Saurons Geist in unserer Welt weiter. Doch der Ring verließ seinen neuen Meister und ging verloren. Und für 2500 Jahre wich seine Bosheit aus Mittelerde. Damit haben wir jetzt das Training abgeschlossen. Wir fangen jetzt eigentlich. Ich würde sagen, wir spielen es auch auf heldenhaft, ne? Aber da würde ich sagen, so als kleiner Einstieg für, ja, dieses Spiel langt es erstmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.